Jetzt neu. Jiggy will's wissen. Dritte Episode mit Herr Kuchen. Ich fahr in der Limousine, der Champagner ist auf Eis gelegt, so wie schlafende Pinguine. Wo bleibt der Chorgesang? Mein Erfolg ist Muhammad Ali, denn er nimmt Formen an. Die letzten Jahre machten mich klüger, ich bin weiß Gott nicht mehr der Spasti von früher. Doch meinen ganzen alten Kumpels schuld ich allen Schotter. Ich bin kein Bankkaufmann mit Redeschwäche, aber die Schulden werden abgestottert. Badabobotert. Once again, back is the incredible JGG am Start, meine lieben Damen und Herren. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Heute machen wir nämlich weiter mit dem JBB 2013, yes, und ich hab Bock. Ich komme zu dem Genuss, das erste Mal was von Winning zu hören. Winning kenne ich einzig und allein aus der Runde von SpongeBoss. Und da wird er ziemlich heftig gedisst. Das war damals so, als ich mich da ziemlich, ja, ich will nicht sagen aufgeregt habe, aber ich fand es ziemlich arg grenzwertig oder eigentlich schon über die Grenze hinaus, was SpongeBoss gegen Winning gesagt hat, da mit dem Autounfall der Mutter, auch wenn das alles nur erfunden war und tralalala. Wie dem auch sei, wir ziehen uns Winning rein, wir ziehen uns Cashes rein. Ah, das ist die Analyse, hier ist Cashes. Cashes, Digga. Lieber Tim, Grüße gehen raus an dich, Digga. Und nochmal ganz schöne Grüße gehen raus auch an den Chris, der mir eine Datei zukommen lassen hat, in der ihr seht, dass alles fein säuberlich aufgelistet ist, das komplette JBB 2013, extra für Grenzstabile angefertigt, so dass da nichts mehr schief gehen kann. Also wirklich, da gehen echt nochmal Grüße raus. Ich sehe auch hier die Hall of Shame, ihr könnt mir dann auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Hall of Shame sehen wollt, Alter. Also ich meine, ihr habt es schon gesehen, ob ihr sehen wollt, wie ich sie sehe, weil ich habe sie noch nicht gesehen. Bastard. So, meine Freundin hat mir in meinem Weihnachtskalender hier, ne, im Adventskalender, da habe ich jetzt heute das 6. Türchen aufgemacht, ne. Gestern war im 5., was war der? Ach, ein Arschdildo hatte ich gestern drin, einen riesengroßen Arschdildo. Und heute war ein Rubbellos drin, ja, und ich habe 20.000 Euro gewonnen. Ja? Und ich habe diese 20.000 Euro, mein Aquariumlicht ist gerade angegangen, diese 20.000 Euro, ja, die habe ich in Frankfurt versteckt, ja, Nähe Konstablerwache. Ich habe die versteckt unter einem Mülleimer. Ihr könnt da jetzt hingehen und Spaß, Mann. Ich habe die nicht versteckt, ich habe die komplett ausgegeben. Ich habe die verbrast mit dem Robert. Ich war heute Morgen schon mit dem Robert und der Carmen in Paris frühstücken. Ja, Chapeau. Ich habe den Robelos bekommen und habe gar nichts gewonnen, natürlich, wollte ich euch noch sagen. Und jetzt legen wir auch los, weil es interessiert euch ja eh nicht, was ich hier schwätze. So. Ja, mit wem fangen wir an? Schnick, schnack, schnuck. Wir fangen mit Winning an. Winning, Digga. Let's do it, my friend. Ich habe natürlich hier, wie immer, die Cracksteine von Alexander Antunnagel, alias 80. Und mit denen bewerte ich das ganze schöne Ding. Danach ziehe ich mir natürlich auch Julians Analyse rein. Und dann erhänge ich mich. So, los geht's. Let's do it. Alter, mir platzt das komplette Ohr weg, Alter. Uns alle kurz innehalten, ruhig sein und die Ruhe vor dem Sturm genießen. Sag mal, ist das wirklich gang und müssen die auf diesen Beat rappen oder was? Ich kann den wirklich nicht mehr hören, Alter. Mussten die damals auf diesen Beat rappen? Hallo Julian, ich weiß nicht, was zum Kuckuck das soll, doch deine Julien-Söhne haben YouTube verseucht. Seit nun mehr einem Jahr ist deine Route immer noch da und du verpestest das Netz mit immer gleichem Geschwätz. Und das Hallo Julian, ich weiß nicht, was zum Kuckuck das soll, aber deine Julien-Söhne haben YouTube verseucht.
Also ja, vom Reim jetzt, ich meine, soll auf verseucht ist jetzt, keine Ahnung, kein sauberer Reim, wenn man es genau nimmt, aber ich finde es von der Betonung her sehr geil, muss ich echt sagen. Was zum Kuckuck das soll, das so, manchmal kritisiere ich die Pausen, weil ich sage, Pausen müssen gut gesetzt sein, damit sie ästhetisch und gut und rund klingen. So. Und oft setzen Rapper sie nicht so sauber, aber er setzt sie hier, was zum Pause. Kuckuck, das soll, sehr geil, und ich finde, das ist ein sehr guter Einstieg. Vor allem bei so jemand wie Winnin ist natürlich jetzt, kommt natürlich auch die Portion Überraschung hinzu, ne? Weil ich ihn einfach überhaupt nicht kenne. Und ich, keine Ahnung, was ich da erwarte. So, eigentlich erwarte ich dann eher erstmal wenig. Ja? Und anhand dessen ist es echt ganz gut. So. Also was heißt ganz gut? Es gefällt mir so vom Flow, von der Betonung und so her. Netz mit immer gleichem Geschwätz, da ist deine Brut immer noch da und du verpest es. Das Netz mit immer gleichem Geschwätz, und das findet noch Zuspruch, als wär's nicht schon genug, bist du ein paar Rapper, holst dir dadurch dein Promoschub, so ist gut. Dein was? Wär's nicht schon genug, disst du ein paar Rapper, holst dir dadurch dein Promoschub, so ist gut. Achso, als wär's nicht schon genug, disst dir ein paar Rapper und holst dir damit dein Promoschub. Er sieht da aus wie eine Mischung, ne? Jetzt guck doch mal wirklich hier auf das Bild, ne? Der sieht da doch aus wie eine Mischung aus Gary Washington und Fear, Alter. Also Gary Washington ist auf jeden Fall da, Alter. Jetzt sag doch mal, oder? Wir wollen ja, bist du ein paar Rapper, holst dir dadurch dein Promoschub. So ist gut, wir wollen ja alle nur Keys, und deswegen verschieben wir unser Album-Release. So ist gut, wir wollen ja alle nur Keys, und deswegen verschieben wir unser Album-Release. Ja, bei so Quali-Phasen, ich meine, gut, ich bewerte da jetzt nicht so die Punchlines, sondern einfach so die Flows und so und die Betonung und die Melodien vor allem, weil das ist ja schon eigentlich jetzt keine Mega-Melodie, wo man sagt, boah, krass und so, aber es ist schon so, es ist ein schöner Melodie-Gimmick. Alle Nookies, aber schon da, unser Album-Release, ja. Du musst provokant sein, damit machst du gerade Geld, doch gehst zu weit, wenn du öffentlich die Kirche in Frage stellst, was dann passiert. Jetzt kommt er mit der Moralschiene. Doch gehst zu weit, wenn du öffentlich die Kirche in Frage stellst. Ja. Ich bin nicht tun, doch zeig dir grad einen Trick. Ich komm mit Walter Mixer. Du wirst in den Arsch gefickt, eingesperrt. Ich zeig dir grad einen Trick, hat nicht aber Graten. Oder Kartentrick oder Gratentrick, was auch immer er da sagt, hat es dann auch schon mal jemand auf Arsch gefickt gereimt jetzt so? Keine Ahnung. Ja, es ist halt. Es ist schon gut so, aber es ist jetzt so von den Zeilen, von dem Gewicht der Zeilen, ja. Also wenn ich mal. Jetzt gut, der Flow hat mich geflasht, die Betonung finde ich auch nach wie vor gut, Flow und Betonung so, aber die Zeilen sind halt jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, wie mein Sorry I'm Chiggy Shirt, was es natürlich jetzt zur Weihnachtszeit ja, auf jchiggy.de zu erwerben gibt. Ja gut, also da müsst ihr euch ranhalten, wie ich beim Doggy-Style-Sex mit euren Müttern, ja, damit ihr da noch das ein oder andere Objekt ergattern könnt, Freunde. Ja, das geht weg wie heißes Semmel, das sag ich euch mal. Grüße von Kollege, dem Boss. In den Raum, warte, es wird mit Walter Mixer. Du wirst in den Arsch gefickt, eingesperrt in den Raum. Warte, es wird noch grandioser. Tapezierte Wände, Block, Platin, Poster. Du musst. Noch grandioser, du bist eingesperrt, Block, Platin, Poster. Noch grandioser, Block, Platin, Poster. Okay, ist gut. Dich unterwerfen, ich mach dich zum Masochist. Jetzt weißt du, wer der Babo ist. Und dein Album, was du machst, davon gibt's nicht viel zu. Jetzt weißt du, wer der Babo ist. Fand ich auch ganz gut. So, jetzt eigentlich nicht so krass, aber in Bezug auch auf den guten Reim. Jetzt weißt du, wer der Babo ist. Masochist. Ja, jetzt weißt du, wer der Babo ist. Für einen Hook-Einstieg ganz gut. Aber leider habe ich jetzt schon beim Einstieg von der Hook gemerkt, dass die Hook nicht so reinknallt, wie sie hätte reinknallen können. Nachdem er so den Einstieg Babo ist. Da hätte ich jetzt gedacht, kommt jetzt wohl die Hook. Irgendwie, aber kommt dann doch gar nicht so in der Form, wie ich es erwartet habe. Weißt du, wer der Babo ist. Und dein Album, was du machst, davon gibt's nicht viel zu halten, kein Problem. Deine Fans kaufen auch Bushido-Alben, yeah. Deine Vergleiche. Die war gut. Die war gut. Die war gut. Als würde ich Milch im Supermarkt auf ihre Haltbarkeit kontrollieren. Die war gut. Aber das ist lustig, dass auch schon im JPB 2013 so viele über Julians Album reden. So. Das ist auch so ein Ding. So. Irgendwie redet man all die Jahre über Julians Alben. Gell? Das ist auch so, ne? Muss auch erstmal schaffen. Die sind nicht schlecht, Birnen, die von früher stammen. Aber zwischen deinen Punches fehlt der Übergang. Themenwechsel, Punchline, Themenwechsel, Punchline. Dass du Kollegen feierst, das wird man astrein. Du sollst interessieren.
Weiß ich nicht jetzt so, das ist alles jetzt doch ein bisschen plump so, das Textliche so. Themenwechsel-Punchline. So von der Melodie ist es ganz gut, aber jetzt, ich finde es ein bisschen, ich will nicht sagen lächerlich, aber ich finde es so ein bisschen Fehlerplatz, dass er jetzt so Julians Rap-Stil analysiert. So, wenn er das doch macht, dann soll er das doch richtig machen und nicht einfach Themenwechsel-Punchline. Und sein, nö, das finde ich nicht. Ich schreib dir ne Punchline. Hier, yeah, das ist Willenschild. Rapper battlen dich sagen, dass deine Moves ziemlich schwul waren. Ich brauch dich nicht U-Bahn zu battlen, ich nenne dich Julian. Du bist. Okay. Ich brauch dich nicht zu battlen, ich nenne dich Julian. Keine Ahnung, also wenn das. Julian ist jetzt. Ja, das ist schon so. Als ich in der Klapse war, hatte ich auch war ich 3 Monate mit einem Ex-Knacki in einem Zimmer. Was sehr lustig war. Und der hieß, ja, ich sag jetzt seinen Namen so. Also das ist auf jeden Fall einer von den Konsorten so. Naja, ich war ja cool mit dem, aber der will bestimmt nicht, dass ich seinen Namen sage. Aber ich nenne ja nur seinen Vornamen, dann weiß ja niemand, wer das ist. Ihr wisst ja auch nicht, in welcher Klinik wir waren und nix so. Der hieß Maurice. Und ich habe irgendwann angefangen, ihn Moritz zu rufen. Moritz! Und Moritz ist schon so ein bisschen, ich meine jetzt, schöne Grüße gehen raus an jeden einzelnen Moritz da draußen, fühlt euch jetzt nicht auf die Füße getreten, aber Moritz ist eher ein Name, den man so, sag ich mal, jetzt lächerliche, das ist die falsche Argumentation, die ich hier an den Tag lege, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine, der ist der Name, den man eher, oh, jetzt kriege ich hier wieder eine Nachricht, wegwischen, Moritz ist auf jeden Fall eher so ein Name, über den man sich lustig machen kann, in Anführungszeichen, als Julian, also Julian ist jetzt, ich meine, Julian finde ich jetzt gar nicht so schlimm, aber Moritz genauso wie Philipp. Oder Depp. Oder Siffiges, du abgefucktes Frack, du Siffiges. Ab mit deinem Landwirt-Arsch, du Lupagandi, du Racklo. Weiter geht's. Hab ich was gesagt? Nee. Jetzt zum Rapper fahren, ich brauch dich nicht zu battlen, ich nenne dich Julian. Du wirst jetzt zum Rapper, deine Fangemeinde wirkt angetan. Du wirst jetzt zum Rapper, deine Fangemeinde wirkt angetan. Das ist aber ein guter Flow. Du wirst jetzt zum Rapper, deine Fangemeinde wirkt angetan. Ich nenne dich Julian. Du wirst jetzt zum Rapper, deine Fangemeinde wirkt angetan. Und dann kommst du mit so motherfucking Standardkram, so richtig mit Bitches. Ja. Einer zum Anfassen und dann spielt der Gangster mit. Einmal im Sandkasten, warum fährst du in deinen Schritt? Was willst du damit ansagen? Das war zum Beispiel eine Pause, die falsch war. Was zum Kuckuck ist das? Oder was zum Kuckuck das soll? Das war seine Einstiegspause, die war gut. Was zum Kuckuck das soll? Und jetzt ist hier eine Pause, die wirkt nicht ästhetisch. Die wirkt in meinen Ohren, ja? Fast wie ein Flowfehler. Einmal im Sandkasten, warum fährst du in deinen Schritt? Was willst du damit an? Warum fährst du in deinen Schritt? Was willst du damit da aussagen? Oder was hat er? Ansagen. Ansagen. Einmal im Sandkasten, warum fährst du in deinen Schritt? Was willst du damit ansagen? Warum fährst du in deinen Schritt? Was willst du damit ansagen? Das ist ein Flowfehler, sag ich jetzt einfach mal. Also es klingt zumindest, es klingt nicht ästhetisch rund und schön. So wie bei dem was zum Kuckuck das soll. Deine Fans wissen das, man. Warum fährst du in deinen Schritt? Was willst du damit ansagen? Selbst deine Fans wissen, dass Männer einen Schwanz haben. Das ist da wirkt da ein bisschen, die zwei Zeilen sind ein bisschen. Selbst deine Fans wissen, dass Männer einen Schwanz haben. Das ist auch so irgendwie nicht richtig on point. Du damit ansagen, selbst deine Fans wissen, dass Männer einen Schwanz haben. Nette Familie, Julian, danke für den Einblick. Dein Sohn sitzt jetzt im Rollstuhl, denn deine Schwester gab Freiflick. Ist dir das nicht. Ja, die war gut. Das war mal eine schöne Punchline, Alter. Peinlich, ich find das bisschen daneben. Aber schick das doch zu mitten im Leben. Was kommt da? Ich finde das ein bisschen daneben, aber schick das doch so mitten im Leben. Ist auch jetzt haut er die Punchlines raus. Das ist ganz gut. Als nächstes, vielleicht, dass der Schwarze da dein Bruder ist. Ludacris oder zugekifft oder Humor ist. Gar kein Humor, so wie ein Julian-Witz. Im Ernst, vielleicht machen wir ja ein Lied zusammen. Noch ein Witz, vorher ruf ich Kiko und dein Album, was du machst. Noch ein Witz, vorher ruf ich Kiko an. Davon gibt's nicht viel zu halten, kein Problem. Deine Fans kaufen auch Bushido-Alben. Yeah. Deine Vergleiche sind nicht schlecht, würden die von früher stammen. Aber zwischen deinen Punches fehlt der Übergang. Themenwechsel, Punchline. Themenwechsel, Punchline. Dass du Kollege feierst, das hört man astrein. Du sollst interessant sein, nö, das finde ich nicht. Ich schreib dir ne Punchline. Hier, yeah, das ist Willenschild. Ah ja, gut, sagen wir mal so, ne? Es ist okay.
ist okay. Es ist von, also vom ja, von der Betonung, vom Flow und so und auch von den Variationen, sage ich mal, ist es ganz gut. Ich habe auf jeden Fall weniger erwartet. Also ich habe eigentlich gar nichts erwartet so. Und es hat mich teilweise schon überrascht, aber es wurde jetzt so auf die ganze Strecke hingezogen, so echt ein bisschen mühsam und ja, irgendwie nicht so spannend, sage ich mal. Aber trotzdem nicht schlecht, Freunde. Er hat auch ein bisschen Punkte gemacht. Und jetzt freue ich mich auf Kabeches Klabé. Kabeches Klabé. Ab geht's im Jubuliens Blobok bei Battle. So. Hab ich schon Grüße rausgehauen? Ich glaube schon, ja. Boah, alter Schwede. Was für Aufrufe hier, du. Aber mein lieber Schwan. Nicht schlecht, ziehen wir uns rein. Cash is Clay, Julius Block 2013. Let's do it. Moment, ich muss mal kurz fragen. War das das Erste, was man von Cash is Clay auf dem JBB-Kanal gehört hat? Klärt mich auf. Ich glaube schon, oder? Qualifikation JBB Part. Jawohl, er hat einen anderen Beat. Geil. Qualifikation JBB Part 2. Wenn ich battle, ist eine einseitige Schlägerei. Und bei jeder Line wird dein Bett mega geil. Lädt mich ein und macht anschließend den Penis frei. Warum sie dich mit. Gut. Ja, diese Flow ist mega on point einfach. Qualifikation JBB Part 2. Wenn ich battle, ist eine einseitige Schlägerei. Qualifikation JPB 2. Qualifikation JPB Part 2. Wenn ich battle, ist eine einseitige Schlägerei. Und bei jeder Line wird dein Bett mega geil. Lädt mich ein und macht anschließend den Penis frei. Warum sie dich betrügen, wer das zeigt, dieser Check. Denn ich ficke dich und du hattest nie geileren Sex. Du willst nur, dass ich dich. Also, erstmal der Flow kriegt auf jeden Fall einen Punkt so. Der Einstieg, der Flow. Und dann, Warum sie dich betrügen, mir das zeigt dieser Track. Denn ich ficke dich und du hattest nie geileren Sex. Warum, das zeigt dieser Track, denn ich ficke dich und du hattest nie geileren Sex. Denn ich ficke dich und du hattest nie geileren Sex. Ich ficke dich und du hattest nie geileren Sex. Gut, Flow perfekt, Silben perfekt, Punchline auch, ja, da auf jeden Fall. Ich ficke dich, du hattest nie geileren Sex. Ist jetzt nicht mega der Hard Hit, aber ist auf jeden Fall ganz gut. Anschließend den Penis frei. Warum sie dich betrügen, mir das zeigt dieser Check. Denn ich ficke dich und du hattest die geileren Sex. Du willst nur, dass ich dich disse, weil dich keiner sonst erwähnt. Auch fordere ich dich auf den Konto, dann sagst du, nein, ist schon okay. Jeder weiß schon. Sex. Du willst nur, dass ich dich disse, weil dich keiner sonst erwähnt. Auch fordere ich dich auf den Konto, dann sagst du, nein, ist schon okay. Jeder weiß schon. Das ist auch, das ist einfach lustig. Und da zieht er den Double Timer so ein bisschen lecker durch. Du forderst mich raus. Sex. Du willst nur, dass ich dich disse, weil dich keiner sonst erwähnt. Auch fordere ich dich auf den Konto, dann sagst du. Du willst nur, dass ich dich dichte, weil dich keiner sonst erwähnt, doch fordere ich dich dann heraus, dann sagst du, nee, ist schon okay. Du willst nur, dass ich dich dichte, du willst nur, seht ihr, da ist mein Fettmaul im Weg, deswegen rappe ich kein Double Time. Ich kann das prinzipiell, ne? Also ich könnte es, wenn ich 150 Takes in der Gesangskabine mache, würde ich es auch hinkriegen. Aber mir ist es zu dumm, weil ich einfach merke, ich habe ein zu krasses Fettmaul dafür. Siff, siff. Du fordert mich. Ich will das jetzt nochmal probieren. Denn ich ficke dich und du hattest nie geileren Sex. Du willst nur, dass ich dich disse, weil dich keiner sonst erwähnt, doch fordere ich dich. Du willst nur, dass ich dich disse. Du willst nur, dass ich dich. Du willst nur, dass ich dich. Du willst nur, dass ich dich disse, weil dich keiner sonst erwähnt, doch fordere ich dich. Ach, scheiße. Du willst nur, dass ich dich disse, weil dich keiner sonst erwähnt, doch fordere ich dich. Nee, schon okay. Ne? Jeder weiß, Show ist im Gast. Du willst nur, dass ich dich disse, weil dich keiner sonst erwähnt, doch fordere ich dich auf den Konto, dann sagst du. Nee, ist schon okay. Jeder weiß, Show ist im ganzen Land angesagt. Ist das der Grund, dass du jetzt plötzlich was getrillt hast? Du willst ein Bettel, ich nehm Pimmel in die Hand und deine Minderwertigkeit und wechsel hinter Arroganz verstecken. Penner, was, ich bin voll. Pimmel in die Hand und bitte dabei, hinter Arroganz. Pimmel in die Hand reimt auf hinter Arroganz. Und dann kommt er mit einem Reimwort, mit einem Wort rein, was sich gar nicht reimt. Hinter Arroganz verstecken. Aber das ist kein schlechtes Stilmittel so. Und ich bewerte einfach so, ich meine, die Punchlines sind jetzt nicht so krass da. Da waren jetzt ein, zwei lustige Zeilen dabei. Aber er kommt einfach mit einem sehr, sehr guten Flow so. Ist manchmal an manchen Stellen, warte mal, ich sag's euch. Jeder weiß, der wird im ganzen Land angesagt. Der war da, der wird im Bamba, da kam da. Bei dem ganzen Land angesagt, nuschelt er ein bisschen so. Dich auf den Konto, dann sagst du, nein, ist schon okay. Jeder weiß, Show ist im ganzen Land angesagt. Ist das der Grund, dass du jetzt plötzlich was getrillt hast? Du willst ein Battle, ich nehm Pimmel in die Hand und deine Minderwertigkeit und wechsel hinter Arroganz. Versteck! Ich bin Vollblutrapper. Das, was du Humor nennst, ist nicht mehr als Rollstuhl wetten, das Gott existiert nicht. Ich habe kein Vollblutrapper, und was mit Rollstuhl wetten, das? Ich bin Vollblutrapper. Das, was du Humor nennst, ist nicht mehr als Rollstuhl wetten, das. Ich verstehe ihn leider nicht. Jetzt und wechsel hinter Arroganz verstecken. Penner, warte, ich bin Vollblutrapper. Das, was du Humor nennst, ist nicht mehr als Rollstuhl wetten, das Gott existiert nicht.
Das, was du Humor nennst, ist für mich ein Rollstuhl, Wetten, das? Ich bin Vollblut-Rapper. Ich bin Vollblut-Rapper, das? Vollblut-Rapper, das, was du Humor nennst, ist für mich ein Rollstuhl, Wetten, das? Also Vollblut-Rapper, das auf Rollstuhl, Wetten, das? Ja, gut. Er switcht ziemlich gut mit den Flows, also er hat diese Double-Time-Passagen die ganze Zeit drin, aber spielt trotzdem noch mit den Endsilben so. Er setzt die Endsilben anders und das ist auf jeden Fall ganz cool so, ja. Verstecken, Penner, was, ich bin Vollblut-Rapper. Das, was du Humor nennst, ist nicht mehr ein Rollstuhl, Wetten, das? Gott existiert nicht, ich habe kein Gewissen. Und mach ein Hakenkreuz hinter dem Brücken. Verschieb dein Album und dann machst du jedes Mal wieder Promo. Du bist keine Legende, Analyse ist nicht Dieter Somo. Eine Line, Bromstich von Freund, bis Kamel ist, dann fühlst du dich gefickt. Vagina von Diego, seine Augen sind geweitet. Ja, also ich mag Double Time. Ich mag's Double Time. Ich mag's Double Time. Double Penetration, DP. Big Black Cock. Tiny Girl. Asian Teeny Girl gets fucked in her tight little asshole. So, und wie viel von euch schließen jetzt dieses Video und müssen sich einen wichsen, weil ich sie getriggert habe, Alter? So. Willkommen zurück an die sich gerade einen gewichst haben. Hallo, hier bin ich wieder. Ja, dieses Double Time, das ist schon. Das Ding ist, er kriegt die Silben schon dapper, 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 dapper. Er kriegt die mega gut on point, aber bei den Endsilben nuschelt es dann manchmal so ein bisschen. Und es ist für mich halt auch irgendwann. Ich bin sowieso so ein Konzentrationskrüppel. Und Double Time, gerade wenn man es jetzt so analysieren muss in meinem Fall, ne, dann benötigt das Konzentration. Und wenn ich jetzt auf alles hören muss, dann wirkt es irgendwann anstrengend und dann schaltet mein Gehirn ganz automatisch ab. Einfach so, ab! Rollstuhl, Wetten, das? Gott existiert nicht, ich habe kein Gewissen. Und mach ein Hakenkreuz hinter dem Brücken. Verschieb dein Album und dann machst du jedes Mal wieder Promo. Du bist keine. Verschieb dein Album und dann machst du jedes Jahr wieder Promo. Das ist aber. Verschieb dein Album und dann machst du jedes Jahr wieder Promo. Das ist auch von dir. Jedes Jahr wieder Promo. Von der Betonung, echt safe und richtig gut, Alter. Legende-Analyse ist nicht das Homo, eine Line. Aber Kindheitshomo, was? Verschieb dein Album und dann machst du jedes Jahr wieder Promo. Du bist keine Legende-Analyse ist nicht das Homo, eine Line. Bromstich von Freund, bis Kamel ist, dann fühlst du dich gefickt. Vagina von Diego, seine Augen sind. Ja, das, ich hab da nicht viel verstanden leider, so sorry Leute, also schreibt's mir gerne mal in die Kommentare, gibt's da Lyrics? Nee, ne? Ich glaube, die Lyrics gibt's da nirgendwo. Ja. Sind geweitet, Vagina von Diego Sal, fragt nach dem Turnier nochmal, wer die Klicks hier wem verdankt sich. Vagina von Diego Sal, Augen. Was, vaginal von Diego Sal? Sind geweitet, Vagina von Diego Sal, fragt nach dem Turnier nochmal, wer die Klicks hier wem verdankt sich. Doch auf mit deiner Arsler-Kamee, Finale, Gast und Dach zum Buffet, Ruh. Alter, das sind so, das sind diese Kleinigkeiten, die so, das ist nicht, das schmückt so ein Part einfach schön so. Dabba dabba dab. Doch auf mit deiner Arsler, Augen sind geweitet. Vagina von Diego Sal, frag nach dem Turnier nochmal, wer die Klicks hier wem verdankt. Ich tauche auf mit deiner Arsler-Kamee. Ich tauche auf mit einer Arsler-Kamee. Finale, Gasto, Kaff zum Befehl, Ruh. Arsler-Kamee, Gasto, Finale, Haft zum Befehl, Ruh. Das ist geil, also ich muss ja auch mal Punkte geben. Nochmal, wer die Klicks hier wem verdankt, ich tauche auf mit deiner Arsler-Kamee. Finale, Gast und Kraft zum Befehl. Dein Rap ist mehr so geht so. Dein Rap ist mehr so geht so. Auch der Einstieg danach. Dein Rap ist mehr so geht so. Er ballert direkt weiter. Arsler-Kamee. Finale, Gast und Kraft zum Befehl. Dein Rap ist mehr so geht so. JBB, ich gewinne problemlos. Du hast das, ist mir egal und auch wahrscheinlich schon wenn im Gewinnapparat. Dann pass auf, Alter. Ist mir egal. Scheinbar bestimmt YouTube mit. Aber Asien wurde Zweiter. Julian Schild. Gegenüber MG brachte Fortune. Gute Klicks. Und jetzt sagt uns doch mal, wer die Fame-Hure ist. Aha. Hab ich euch letztens die Voicemail vom Asiaten abgespielt? Hab ich, gell? Ja. Aha. Da lief ja auch alles nicht so ganz sauber. Das lief nicht ganz sauber wie in Penne über den Bordstein. Das lief nicht ganz sauber. Ah. Gegenüber MG brachte Fortune, gute Klicks. Und jetzt zeig uns doch mal, wer die Fame-Hure ist. Hey. Zeig doch deinen Fans mal, wer du bist. Um maskiert zu sein, braucht man keine Maske vorm Gesicht. Du hast dir so viel Arbeit, letztes Jahr als Kaya Jinlo, der einer der Besten war. Ramela und ein kleiner Junge lässt seinen Frust raus. Wuchs aus, aber dir geht langsam die Luft aus. Hey. Weil er täglich weinend in seinem Zimmer liegt, zeigt er keinem wow. Das verletzte Kind hinter der Ironie. Weil er da allein in seinem Zimmer liegt, aber da war da keiner, das Kind hinter der Ironie. Bam, Alter, Cash ist, also das hab ich ja irgendwann, ich meine, das weiß man ja, dass er relativ
ich sag mal, ja doch, er kann schon singen, muss man wirklich sagen. Also, das ist echt gut, Alter. Aber dir geht langsam die Luft aus, hey. Täglich weinend in seinem Zimmer liegt, zeigt er keinem das verlässig Kind hinter der Ironie. Aber dann diese Ironie und dann ballert er, ich mache diese Depressionen krank. Und da ist die Stimme irgendwie, sie wirkt leiser, dieses, ich mache deine Depressionen krank. Das wirkt so leise, weil dieses von der Ironie noch so breit drüber liegt. Und da kommt darunter so eine Double-Time-Passage angeschlichen und die wirkt so ein bisschen abseits im Hintergrund irgendwie. Keinem das verlässig, Kind hinter der Ironie. Ich mach mir immer so krank, ruf am besten bei der Seelsorge an. Ich mach mir Sorgen um dich, der Erfolg hat dich verändert, das weißt auch du, aber ich brauche die Klicks, also scheiß drauf. Julian, du hast ja überkrass. Also da für die Hook gebe ich 2 Punkte, die ist so, die ist vom Aufbau echt gut und von der Gesangslage, von den Tönen, die er trifft, echt geil, Alter. Das ist ein Hookbild, was ich mir so, was ich mir wünsche. Es hätte noch ausgereifter sein können. Er hätte noch mehr dieses Sing-Sang-Song durchziehen können, meiner Meinung nach. Aber er kickt es halt auch, oder stopft die Lücken auch echt geil mit seinen Double-Time-Passagen. Also, ja. Krasse Reimketten, sich verändert, das weißt auch du, aber ich brauche die Klicks, also scheiß drauf. Julian, du hast ja überkrasse Reimketten, sag mal, würdest du die für mich irgendwann mal live rappen? Bei deinem Stream warst du nicht so im Zeit. Wer hat bei Analyse noch gleich die Mische gemacht? Das ist Bettlisch, du Pennerkind, ich check es nicht. Wer hat bei der Analyse noch die Mische gemacht? War er das oder was, Cash? Die Klicks, also scheiß drauf. Julian, du hast ja überkrasse Reimketten, sag mal, würdest du die für mich irgendwann mal live rappen? Bei deinem Stream warst du nicht so im Zeit. Wer hat bei Analyse noch gleich die Mische gemacht? Das ist da warst du nicht so im Takt. Wer hat bei der Analyse noch die Mische gemacht? Das ist auch gut für den Einstieg. Der Einstieg ist so ein bisschen. Für mich irgendwann mal. Aber ich brauche die Klicks, also scheiß drauf. So gar nicht, mach mir Sorgen um dich. Der Erfolg hat dich verändert, das weißt auch du. Aber der Erfolg hat dich verändert, das weißt auch du. Und das Du ist. Also er reimt das Du, aber er reimt das Du nicht am Ende von der Hook, sondern er reimt es als Einstieg für den nächsten Part. Das weißt auch du. Julian, das U von Du reimt er mit Julian. Und das ist der Einstieg vom nächsten Part. Und das gibt einem als Hörer so wenig Zeit, um mal so durchzuatmen, so, um das Konzept von dem Song mehr zu checken, so. Den Aufbau, weil es ist einfach viel Geratte. Und man kommt so gar nicht dazu, so mal zu sagen, so, okay, das war jetzt der erste Part und die Hook, jetzt kommt der zweite Part. Das ist keine Kritik, das ist einfach nur Geschmackssache und ich mag das einfach mehr, wenn es ein bisschen runder ist, das Ganze, und nicht einfach nur draufgetresche. Aber wie gesagt, das ist keine Kritik, das ist einfach nur meine Wahrnehmung. So. Julian! Das weißt auch du, aber scheiß drauf, Julian! Sag mal, würdest du die für mich irgendwann mal live rappen? Bei deinem Stream warst du nicht so im Zeit. Wer hat bei Analyse noch gleich die Mische gemacht? Das ist Bettlisch. Hat er wirklich bei Analyse die Mische gemacht? Oder hat jemand die Mische gemacht, die Cassius Clay kennt? Und deswegen hat er diese Insider-Info, weil er auch so in die Kamera guckt. Aber ich brauche die Klicks, also scheiß drauf. Julian, du hast ja überkrasse Reimketten. Sag mal, würdest du die für mich irgendwann mal live rappen? Bei deinem Stream warst du nicht so im Zeit. Wer hat bei Analyse noch gleich die Mische gemacht? Das ist Battleshit, du Penner-Kind, ich check es nicht für dich. Kingsman, man kennt dich und man... Ah, dieses Battleshit, ich blätte dich, check es, Bitch. Das ist so Wack und Dreck auf Rap zu reimen. Das muss, glaube ich, echt nicht sein, Punk. Ich habe kaum Interesse an deine Part. Es ist so einfach, ihn zu kontern. So, jetzt schreibe ich meinen Fronter, obwohl ich schon weiß, dass ich gewonnen habe. Kollege sagt es im Battle gegen Vito Vitality. Wer hat bei Analyse noch gleich die Mische gemacht? Das ist Bettlerschild, du Penner, kennt dich, check es nicht für dich. Kingsman, man kennt dich und man feiert dich, so man findet dich lächerlich. Du rappst das und versuchst dich mit Musik zu etablieren. Aber wer, wenn nicht du, sollst objektiv analysieren, ne? Das Problem ist, bei diesem Double Time, ich meine, das ist eh so, man kann Double Time rappen im Sinne von: Ich gebe dir Kicke in deiner verpickelten Fresse, du kleiner vertorbener Penner und Ficker danach deiner Mutter, kriege die Wette ab. Dieses einfach so durchziehen, aber dann gibt es auch noch dieses Double Time von wegen: Das ist lächerlich, Battle, Kid, Wette, Wette, Fettecke, 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 wo man in das Double Time noch diese ganzen Wörter reinpresst. Und das ist dann eh schon schwerer, sage ich mal, da das rund zu machen. Und wenn man dann in seinem Fall leider auch noch die Doubles verkackt, wirkt es echt wischiwaschi, weil also die Doubles sind hier wirklich nicht on point. Das ist sehr schwer. Ich brauch die Kohle für eine Drogentherapie, denn ich versorg pro Woche mehr als du monatlich verdienst. Geile Zeile. Ich brauch die Kohle für eine Drogentherapie, denn ich versorg die Woche mehr als du monatlich verdienst. Gute Zeile, das erinnert mich an. Mutterficker, das ist 80, ich hab wieder die Monatsmiete verkifft. Ich fahr nicht die Drogenschiene fährt mich.
Mutterficker, das ist AT und ich hab meinem Enkelkind eine Gun geschenkt. Ich bin so dürr, ich trage mein Ehering an meinem Handgelenk. Ja, die realen Fans kennen die Zeile. Analysieren, ne? Ich brauch die Kohle für ne Drogentherapie, denn ich versauf pro Woche mehr als du monatlich verdienst. Yeah. Was geht ab, Alter? Ich geb ein Fick auf deine Tracks voller Platzhalter. Ja, es geht ab, Alter. Ich geb ein Fick auf deine Tracks voller Platzhalter. Schöner Flow, mal so ein bisschen ruhiger wenigstens gemacht, den Flow. Busy. Er rappt jetzt was mit Hampelmänner und ich versuche ja manchmal so Reime zu erraten. Er rappt entweder. Was sagt er? Shit, ich ficke jeden dieser Hampelmänner, dann sagt er Standardrapper. Was geht ab, Alter? Ich geb ein Fick auf deine Tracks voller Platzhalter. Shit, ich ficke jeden dieser Hampelmänner aus deinem Turnier voller Crunchless-Rapper. Ja, okay, fast. Fast. Salonfee, ich heb's da halt. Sie wollen Mainstream Spike, findet Straße besser. Julian müssen nur den wöchentlichen. Ah, da war mein ganz routinierter Flow. Hampelmänner, Conscious Rapper, Straße besser. Also er reimt quasi Zeile 1 auf die zweite und die dritte bleibt reimlos raus. Hier die dritte hier, ne? Die dritte bleibt reimlos raus und die vierte reimt er dann wieder. Ich wicke jeden dieser Hampelmänner aus deinem Turnier voller Conscious Rapper. Rapper Salonfee, ich heb's da halt. Sie wollen Mainstream Spike, findet Straße besser. Julian müssen nur wöchentlich im Kelker sitzen. Mit dir schlafen ist Erregung, öffentlichen Ärgernis ist Worte mit, du fickst dich und du kannst dich erzählen. Denn deine Freundin ist wie Star Wars, die macht es mit mir. Also wer will noch kommen und jetzt. Aha, deine Freundin ist wie Star Wars, die macht es mit mir. Die macht es mit mir. Da hat doch Entertainment geklaut. Entertainment ist eh der größte Biter, den ich kenne. Ach was, ach was. Was? Entspannt euch. Ich boxe Drop Dynamic und der Penner macht einen Backflip, ist ganz lustig. Also ist jetzt nicht so die überkrasse Zeile, aber wenn man sich vorstellt, dass er den so hart punchen muss. Ich meine, wie hart muss er ihn punchen, dass Drop Dynamic einen Backflip macht, Alter? So, wer will noch kommen und erzählen, dass das wack ist? Ich klatsche Drop Dynamic und der Penner macht einen Backflip. Das ist schwer, dieses. Das ist wie dieses Battleship Rapper sich dafür deppert, dass auch immer diese E und I Silben da rein müssen. Check dich, Tactic. Es ist schwer, also. Gefällt mir nicht so jetzt die Stelle. Ich gehe nie ins Backfit, denn ich finde dünne Männer hässlich, sagt er das, keine Ahnung. Hey, das ist nur Promo für mich, weil ich 5 Silber auch ohne dich Drogenkind kick. Ich geb's dir schwarz auf weiß, so wie Beisil und Heidi. Ich nehme keinen Ernst, der im Livestream allein zieht. Die Sechstester Deutschlands fassen es nicht. Jeder Fan macht es nach, andere hasse ja nicht. Weit und breit keine Gegner zu sehen. Block Battle King Clay, Realität. Alter, das Ende ist aber richtig, das kommt richtig böse. Ich 5 Silber auch ohne dich Drogenkind kick. Ich find dünne Männer hässlich. Catch das Late, das ist nur Promo für mich. Weil ich 5 Silber auch ohne dich Drogenkind kick. Ich geb's dir schwarz auf weiß, so wie Beisil und Heidi. Ich nehme keinen Ernst, der im Livestream eine Line zieht. Die 6 Lässler. Beisil und Heidi, ich nehme niemand ernst, der im Livestream eine Line zieht. Und davor auch Drogenkind kick. Diese Reime auf so ein Flow zu pressen, das gibt auf jeden Fall einen Punkt. Deutschlands fassen es nicht. Jeder Fan macht es nach, andere hasse ja nicht. Weit und breit keine Gegner zu sehen. Block Battle King Clay, Realität. Realität. Und dazu mit dem. Das ist richtig geil, Alter. Nicht, weit und breit keine Gegner zu sehen. Block Battle King Clay, Realität. Zeig doch deinen Fans mal, wer du bist. Und was wow. Geht zu sein, doch man keine Maske vorm Gesicht. Maske vorm Gesicht und dann kommt diese Double-Time-Passage wieder hinter. Da ist so eine dicke Presswurst. Ihr müsst jetzt eine Tonspur, ja? Deswegen müsst ihr euch das einfach. Das ist die Tonspur. Jetzt neu. Flores. Ein Genuss für jede Nase. Nee, ihr müsst euch das vorstellen. Das ist die. Ich werde übrigens bezahlt von denen, gell? Die Tonspur ist diese, das ist die Wurst, ja, das ist die Tonspur, die er aufgenommen hat und das ist Gesicht, das hier ist Gesicht, die Aufnahmespur, ja, und dann kommt die Double-Time-Passage. Und dann kommt, du hast ja so viel Ahnung, Alter, dann kommt runter, du hast ja so viel Ahnung, Alter, und das ist einfach sauschwer, dass dieser Stift sich gegen diese Tempopackung durchsetzen kann, das geht doch nicht, das kommt nicht an, seht ihr, weg! Als Kaya Jin Lo, die einer der besten war. Rammela und ein kleiner Junge lässt
seinen Frust raus, Schmutz aus, aber dir geht langsam die Luft aus, ey. Täglich weinen, sind in seinem Zimmer sich, zeigt er keinem das verletzte Kind hinter der Ironie. Ich mach mir Sorgen um dich, er verkehrt dich verändert, das weißt auch du, aber ich brauche die Klicks, also scheiß drauf. Ja, jetzt hat er den Reim nämlich nicht. Das weißt auch du, aber ich brauche die Klicks, also scheiß drauf. So endet die Hook. Aber beim zweiten Part hat er scheiß drauf. Julian! Ihr wisst, was ich meine. Also wenn das wirklich das erste war, was man von Cassius Clay so gehört hat, so, dann weiß man, also dann kann ich das wirklich nachvollziehen, dass es so gehypt wurde. Oder vielleicht auch immer noch gehypt wird. Also es ist auf jeden Fall sehr stabil. Ich meine, diese Double-Time-Passagen, da gibt es meiner Meinung nach zu viel, was man kritisieren kann. So jetzt nicht nur bei Cassius Clay, sondern generell, weil halt die Gefahr ziemlich groß ist, dass man irgendwas, ja, ich will nicht sagen verkackt, aber dass halt sich irgendwas unästhetisch anhört. In dem Fall waren die Doubles nicht so on point gesetzt, so. Ja, aber prinzipiell echt sehr, sehr stabil. Mal gucken, ob das heute... Ich glaube, heute wird es nicht so knapp. Wir schauen mal. Winning hat von mir 2, 4, 6, 8, 10, 11. Und Kabashis Klabay hat heute von mir bekommen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Alter. 18 zu 11. Stabil. Stabilo. Stabilo Stift. Und jetzt ziehen wir uns rein. Die Analyse von Chabulin. 9 Minuten, Alter. Nicht da, schalechta. Shelly. Shelly ist wieder da jetzt übrigens. Shelly. Ah, sie will gerade nicht. Die schämt sich immer, wenn die Kamera läuft. Heute gibt es Winnen zum Extrapreis. Jetzt neu. Und Cash. Heute gibt es Winnen und Cassius Clay, aber bevor ich zur Bewertung komme, muss ich erstmal eine Sache klarstellen. Winnen hat die Videoidee natürlich nicht von Chosen kopiert. Beide haben im gleichen Zeitraum abgegeben wie alle anderen auch und konnten dementsprechend gar nichts voneinander wissen. Das ist zwar ein blöder Zufall, dass gerade zwei Leute, die mit ihrem Rap überzeugen konnten, auch eine ähnliche Videoidee hatten, aber dabei bleibt es auch einem Zufall. Ich hätte auch erst Winnen hochladen können und dann hätten alle gesagt, dass Chosen die Kopie ist, wie man's dreht und... Das ist mir gar nicht aufgefallen. Seht ihr, weil ich einfach... ich kann da ja... Und dann auch an alles denken hier, ja. Ich sitze hier und muss hier die ganzen Scheißzeilen analysieren und mir in den Kopf dreschen, ja. Da kann ich auch hier nicht noch aufs Video achten. Ich bin keine Frau. Wendet, sowas kann halt mal passieren. Das User-Voting ist am Ende ganz okay für ihn ausgegangen. Nicht gut, aber okay. Vielleicht lag es daran, dass einige dachten, er würde etwas nachmachen. Vielleicht hatte es auch ganz andere Gründe. Ich will jetzt nicht rumspekulieren und man kann da sowieso nichts mehr dran ändern. 17 Punkte für Winnen. Das Video, es ist von allen Qualifikationen das Beste. Das sieht alles hochprofessionell aus, ist geil gedreht, wunderbar geschnitten. Von allen, was? SpongeBob war doch krasser, oder? Und nachbearbeitet. Die Location ist extrem geil gemacht mit der Pinnwand-Nebelmaschine und dem ganzen Ambiente. Der gesamte... Extrem geil gemacht mit dieser Pinnwand. Der Druck ist ziemlich pornös. Die Punchlines. Er macht auch ein bisschen mehr auf Ernst, aber was ich bei Chosen kritisiert habe, macht er etwas besser. Er übt sinnvolle Kritik. Zum Beispiel, dass die Julian-Söhne YouTube verseuchen. Hallo Julian, ich weiß nicht, was du im Kuckuck das soll. Deine Julian-Söhne haben. Da kann ich natürlich nichts für. Ich hätte bei der Stelle in der zweiten Line dann auch noch die Pause gemacht. Was du im Kuckuck das soll, aber deine Julian-Söhne haben. YouTube verseucht. Weil jeder seine Fanboys hat und niemand was für seine Zuschauer kann. Aber es ist trotzdem gut, sowas mit reinzunehmen. In dem Stil macht er erstmal konsequent weiter mit gutem Gegnerbezug. Er bringt gute Kritikpunkte im Rap verpackt und man merkt, dass er sich wirklich mit mir auseinandergesetzt hat und wenige Lines bringt, die man gegen jeden hätte bringen können. Ich denke, die beste Line ist diese hier. Was kommt als nächstes? Vielleicht, dass der Schwarze da dein Bruder ist. Das ist gar kein Humor, so wie ein Julian-Witz. Ich sage immer, das ist schwarzer Humor und er hat das einfach perfekt ins Lächerliche gezogen. Auch gut ist es, dass er sie sich bis zum Schluss aufgespart hat. Ich hatte sie zwar als allerletzte Line genommen, aber als vorletzte ist sie auch sehr gut platziert. Natürlich sind auch wacke Sachen drin, zum Beispiel, dass ich zu weit gehen würde mit meiner Bibelkunde oder dass ich als Gangster im Sandkasten spiele. Das ist echt nicht so geil gewesen. Obwohl ich nie behauptet habe, ein Gangster zu sein, sondern das genaue Gegenteil der Fall ist. Es sind leider auch noch mehr Aussetzer, Platzhalter, Standardkram und Wackness drin. Ist also weit weg von Fehlerlos.
los, aber ansonsten ist das punchline-technisch knapp überm Durchschnitt. Und vor allem hat es Aussage und sowas wie Substanz. Das ist schon mal eine grundsolide Basis. 12 Punkte für Punchlines. Die Technik ist okay. Es ist halt schwer, bei sinnvollen Lines eine gute Technik zu haben. Man muss immer Kompromisse eingehen. Er hat hin und wieder ziemlich wacke Sachen drin, wie zum Beispiel alle nur Keys und Album-Release. Ist aber ansonsten so. Ist doch gar nicht wack. Vor allem, also ich meine, da klar, wenn man es jetzt so. Alle nur Keys und Album-Release. Ja, wenn das so aufspricht, natürlich klingt das dann irgendwie ein bisschen behindert. Aber das war die Stelle, die ich gelobt habe. Album-Release, da, da, da. Wir wollen alle nur Keys und verschieben da, 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 da unser Album-Release. Da hätte ich wirklich nicht die kleinste Stelle hinter dem Komma irgendwas zu bemängeln an der Stelle so. Solide 7 Punkte. Der Flow, ja, das musste einfach simpel sein vom Flow, sonst würde der Text nicht rüberkommen. Hätte er alle Lines wie Cassius Clay gedoubletimed, dann hätte keine einzige von den Punchlines ihre Wirkung entfalten können. Simpel ist aber nicht gleich schlecht. Man muss immer einen Mittelweg zwischen Technik, Flow und Punchlines finden. Der Mittelweg zum Winnen ist ziemlich unspektakulär, aber völlig in Ordnung. Flow 6 Punkte. Die extra Punkte. Wie viele Flow-Punkte kriegt man? Warte mal, das habe ich doch auch hier. Der liebe Chris hat mir das doch alles hier aufgeschrieben. Okay, Flow 10 Punkte. Ja, Flow hätte ich ihm. Naja, gut. Ja, okay, 6 kann man schon geben, aber ich hätte glaube ich, schon ein Pünktchen noch mehr gegeben. Weil er hat schon also den Flow ziemlich gut gesetzt und hat auch gut betont, finde ich. Und auch immer mal ein bisschen variiert so. Ich merke schon, ich muss mein eigenes Turnier machen, Freunde. Und jetzt rasten sie alle aus, jetzt hauen sie alle in die Tasten. Ja, Jiggy, mach ein Turnier. Ist übrigens, mich erfreut es natürlich, wenn ihr mir das immer schreibt, gell? Ohne Spaß. Mich erfreut es wirklich so. Und ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mir da nicht mal Gedanken drüber gemacht habe oder auch immer mal wieder so Gedanken drüber mache. So. Real Rap, Alter. Real fucking Rap. Punkte. Winnen ist nicht der Überknaller, aber auch nicht schlecht. Das ist hier auch kein Song-Contest. Ihr könnt mit eurer Stimme natürlich machen, was ihr wollt, aber es wäre wirklich gut, wenn ihr beim Battle nicht nur für jemanden seid, der eine coole Hook oder sowas hat, sondern wenn einer den anderen lyrisch kaputt gemacht hat. Winnen hat zwar keine Ohrwurm-Hook, nicht den krassesten Flow, aber wie gesagt, das ist kein Song-Contest, sondern ein Battle-Rap-Turnier und er macht seine Sache gut. Nicht perfekt, aber gut. Winnen bekommt von mir nochmal 10 von 15 Punkten. Das macht insgesamt 72 von 100 Punkten und damit ist er sicher im Turnier dabei. Kommen wir zu Cash. Jetzt bin ich gespannt, was er so sagt. Ich bin, mal gucken, ob er auch die Doubles, weil ich weiß, dass er damals beim Asiaten ziemlich heftig auf den Doubles rumgehackt hat. Und ich meine, also die von Cashes, die waren also mindestens genauso daneben oft. Ich meine, okay, ja, Rap Double Time, da kann man ein bisschen toleranter sein, weil es ein bisschen schwieriger ist, die Doubles on point zu setzen. So. Aber eigentlich cuttet man die Doubles halt auch, wenn man weiß, dass sie nicht so on point sind. Und ich bin mir sicher, Cashes wusste das auch. Dann cuttet man sie eigentlich nochmal so drunter halt. Setzt sie genau drunter, aber ja, vielleicht war es ihm auch einfach egal. Manche, es gibt auch so Rapper, zum Beispiel Jim Jones von Dipset, gell? Kennt ihr ja vielleicht oder früher, vielleicht seit, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich den früher ziemlich gehört und der hat immer die Doubles so assi verkackt. Dass ich mir teilweise gedacht habe, der macht das mit Absicht, Alter. Der hat die so richtig übertrieben nebendran gesetzt, so dass du echt gedacht hast, sag mal. Aber trotzdem hatte es irgendwann, wenn du ihn gefeiert hast, hatte das so sein eigenes. Es hatte dann irgendwann wieder so ein bisschen was. Aber ich glaube nicht, dass Cash sein Anspruch war, irgendwie der Rapper zu sein, bei dem man weiß, der verkackt die Doubles. Schauen wir einfach mal, was Julia dazu sagt. Let's go. Clay, er war einer der Kandidaten, bei dem ich mir sicher war, dass er ein Publikumsliebling werden würde. Und ich hatte natürlich recht. Eure Bewertung ist sehr positiv ausgefallen. 23 Punkte. Das Video ist okay. Bildqualität und Drehaufwand ist in Ordnung. Nicht so gut wie bei manch anderem, aber in Ordnung. Schnitt, Nachbearbeitung und Location geht bei solchen Videos immer Hand in Hand. Es sieht halt insgesamt ein bisschen billig aus, wenn man sich zurückerinnert, was das Team vom Asiaten letztes Jahr aus Greenscreen-Material gezaubert hat. Aber es erfüllt auch hier alles seinen Zweck und man bekommt keinen Augenkrebs. Insgesamt ist das Video ganz gut. Es hätte natürlich eine viel bessere Bewertung bekommen, wenn die anderen nicht so auf die Kacke gehauen hätten. Insgesamt 14 Punkte für das Video. Von Sponge. Okay. Oder wie Garrick sagen würde, alright. Pop Punchlines, The Raptor 2 Part. Insgesamt 14 Punkte für das Video. Pop Punchlines, The Raptor 2 Parts, komplett Double Time und ist damit der einzige von allen Bewerbern, der im Prinzip 4 16er Plus hochgeschrieben hat. Wenn man ihn jetzt schlecht reden wollen würde, könnte man sagen, okay, er bringt einfach so viele Lines und Punchlines damit.
irgendwas reinhaut und der Rest besteht aus Platzhaltern. Aber das ist wirklich nur sehr selten der Fall. Einziges Problem ist, dass er es teilweise so durchrattert, dass man gar nicht alles sofort peilen kann. Und hin und wieder ist es auch zu undeutlich gerappt. Danke. Ja, es ist wirklich so. Das ist wirklich halt schade so. Das ist immer das, was beim Double Time halt oft auf der Strecke bleibt, so, ja. Dass man alles versteht. Natürlich kann man kurz zurückspulen, nochmal genau hinhören und dann checken, was er gesagt hat. Aber das sollte nichts in der Sache sein, wenn man sich den Song gibt. Der Großteil ist aber verständlich und punchline-technisch gut. Vor allem bringt er sehr viel Inhalt, der sowohl technisch als auch vom Flow her gut verpackt wurde. Denn wenn es mehr so geht so, JBB, ich gewinne problemlos. Du hast das, ist mir egal und auch wahrscheinlich schon deinen Gewinnapparat. Denn pass auf, weiter scheinbar bestimmt YouTube mit. Aber Asien wurde Zweiter, Julian Schild. Gegenüber MT brachte Fortune gute Klicks. Und jetzt sagt uns doch mal, wer die Fame-Hure ist. Im Turnier ist alles Schiebung, der Gewinner steht schon fest und ich bin eigentlich die Fame-Hure. Korrekt. Das war der erste korrekte Satz, den du in deinem ganzen Leben von dir gegeben hast, du Depp. Davon lebt Battle Rap, ähnlich wie bei den Verschwörungsvollidioten, nur halt mit Reimen. Dinge so hindrehen, dass sie halbwegs einen Sinn ergeben und im Rap gegen einen verwendet werden können. Man stellt Behauptungen auf und versucht, diese gut in Texten zu verpacken. Ob es stimmt oder nicht, ist dabei völlig egal, weil die... Naja, da würde ich mir aber jetzt an eurer Stelle, würde ich nochmal auf die Analyse gehen vom Finale Asiate versus Fortune auf meinem Kanal. Und da hört ihr euch mal ganz am Anfang die 4 Minuten Voicemail vom Asiaten an, ja? Und danach, ja, hört ihr euch das hier nochmal an. Und dann werdet ihr sehen, was für ein Luppenkandi dieser Typ ist. Die Behauptung zu kontern ist schwerer als eine aufzustellen. Meistens sogar absolut unmöglich. Bekommt man den Stempel, dann hat man ihn meist für immer, weil es den Leuten plausibel präsentiert wird. Beispiel Kollega und Separate Beef. Kolle sagt, dass Separate nur ein Ei hat. Stimmt das? Keine Ahnung. Aber Separate kann nicht das Gegenteil beweisen, außer macht ein Foto von seinem Hodensack. Und so ja, denn da hat Julian da oben separate geschrieben, ja. Das ist komplett falsch. Dann würden alle daran zweifeln, weil kann ja alles fake sein. Kolle hat recht und Separate hat nur ein Ei, bis in alle Ewigkeit. Egal, ob es der Wahrheit entspricht oder nicht. Es muss nur einigermaßen plausibel sein. Die Person, die es behauptet, muss die Sympathien für sich gewinnen. Und es sind sofort alle überzeugt. Das nennt sich Diskreditierung und ist das gängigste aller Stilmittel im Rap-Game. Einen Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Das Wort Dis kommt nämlich ursprünglich auch von den Wörtern Disrespect. Respekt, diskriminieren und diskreditieren. Das ist der Grundstein von Rap Competition und Cassius Clay hat das hier sehr gut in seinen Text integriert. Ganz schön lange Rechtfertigung vom Julian, hm? Wenn da nichts dran gewesen wäre, warum rechtfertigst du dich dann so lange? Hm? Und das, was ich gerade mache, das nennt man Psychoanalyse. Hm? Da brauche ich keinen Wikipedia-Artikel für, um das zu verstehen. Mit mir zu schlafen ist Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ich bin eine Person des öffentlichen Lebens und für extrem viele Leute ein Ärgernis. Wenn man mit mir pennt, habe ich einen Ständer und damit bin ich ein erregtes öffentliches Ärgernis. Oder mit mir zu schlafen ist Erregung öffentlichen Ärgernisses, so wie die Straftat. Schönes Wortspiel, gute Punchline. Hier noch eine. Julian, du hast ja überkrasse Reimketten. Sag mal, würdest du die für mich irgendwann mal live rappen? Bei deinem Stream was nicht so im Zeit. Wer hat bei Analyse noch gleich die Mische gemacht? Die wäre zwar sehr viel sinnvoller gewesen, wenn ich nicht übelst drauf und ohne Beat gerappt hätte, aber man sollte auch nicht immer bei jeder Line zu krass ins Detail gehen. Wichtig ist, dass er mir unterstellt, ich könnte nicht im Takt rappen und mein Mischer hätte mich geschoben. Das hat er gut verpackt, gereimt und schön geflowt. Cassius Clay hat wunderbar Inhalt mit Humor kombiniert. Es ist längst nicht alles perfekt. Platzhalter bei 416er sind unumgänglich und ich habe jetzt auch nur die guten Sachen rausgesucht. Aber das ist alles in allem schon eine ziemlich gute lyrische Schelle. Dafür 17 Punkte für Punchlines. Technisch in Ordnung. Hin und wieder mal ein Zweckreim, aber... Da bin ich jetzt mal... Also technisch ist ja bei ihm wieder nur die Reime. Alter. Ich frag mich, ob er echt nichts zu den Doublen sagt, weil die waren Doubles, weil die waren ziemlich auffällig, also an manchen Stellen nicht durchweg, aber schon an manchen Stellen echt neben der Spur. Kontinuierlich gut. Die einzigen beiden, die wirklich technisch herausragen, sind Perplex und SpongeBoss. Alle anderen bewegen sich technisch auf einem ziemlich ähnlichen Level. Der Flow konstant... Achso, ich hab's noch wieder vercheckt. Ich hab wieder die Reime. Er soll doch einfach sagen, Reime und nicht Technik. Was ist das? Ist doch nicht die Technik. Beim Auto ist doch die Technik auch nicht die Vorderreifen. Sondern der Motor, die Technik. Wie funktioniert das Ganze? Wie arbeitet der Motor? Die Technik halt. Und ich dachte gerade so, Technik. Technik von SpongeBoss und Perplex gleich so, hä?
Aber wenn man die Reime sieht, Perplex hat auf jeden Fall Bombenreime, das muss man ihm lassen. Und da er von den Reimen spricht, bin ich mit seiner Aussage d'accord. Stunt, Double Time und das gut im Takt. Das hätte auch schnell eintönig werden können, aber er rattert den Double Time nicht nur monoton in die Zeilen, sondern setzt immer zwischendurch Variationen und Highlights, die für Abwechslung sorgen. Ich finde es wirklich gut, wie on point er dieselben in den Takt drückt, aber der Beat hat auch nur gefühlte 5 BPM. Also ist sein Double Time sowieso extrem langsam. Deswegen ist es umso schlimmer, dass man teilweise gar nicht versteht, was er da überhaupt von sich gibt, obwohl es so langsam ist. Schön ist aber auf jeden Fall, dass er in der Hook das Tempo rausnimmt und einen Teil singt. Und ja, Mann, das ist echt richtig geil. Hook fand ich auch richtig geil. Ich hätte, wie gesagt, noch ein bisschen mehr Sing-Sang-Song gemacht, aber so diese IT von der Hook, der war schon mega. Was ich vorhin schon erwähnt habe, er muss nur, um das überhaupt so flohen zu können, den doppelten Text schreiben. Das technisch gut und mit vernünftigen Punchlines zeugt von Souveränität. Wären jetzt eigentlich 9 Punkte gewesen, aber ich will den Text nicht nachlesen müssen. Also 8 Punkte für Flow. Extra Punkte. Der Junge hat echt was drauf, hat ordentlich vorgelegt. Es gibt wenig an ihm zu kritisieren. Er hat sich gut informiert, sinnvolle Texte, gute Punchlines, an der Verständlichkeit hapert es leider manchmal, aber ich bin mir sicher, dass er da in den nächsten Runden doppelt und dreifach drauf achten wird. Aus musikalischer Sicht auch gut gemacht mit der Gesangshook, Video ist auch okay als Qualifikation, er ist ein gutes Gesamtpaket, mit ein paar kleinen Schwächen, die man aber verschmerzen kann. Von mir gibt es 13 Extrapunkte. 13 Extrapunkte, ich muss immer mal gucken, wie viele Extrapunkte es gehabt. Okay. Ja, kann man so stehen lassen. Wie eine Zimmerpflanze. Das macht insgesamt 83 Punkte für Cassius Clay. Und damit ist er auch einer von den sicheren Kandidaten für das JBB 2013. Morgen um 18 Uhr gibt es jeweils 2 neue Qualifikationen für das JBB und die Hall of Shame. Zimmerli. Täter der Ironie. Geil, Alter, hat mich sehr unterhalten. Hat mich echt sehr unterhalten. Morgen kommt, was morgen sage ich? Dann, wenn ich die nächste Analyse hier mache, ja. Es gibt im Moment viel zu tun. Hier, Chris. Jetzt sag mal, fummelt der hier drin rum? Wer fummelt denn hier in meiner Liste rum? Chris! Alter, nee, weil krass, Chris, also. Krass, anscheinend kann er auf die Datei auch zugreifen und er fügt sogar im Nachhinein noch die Punkte ein. Chris, was ist mit dir? Korrekt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, ja, dass du mir das Leben so leicht hast. Krass, Alter, fummelt dir einfach komplett noch drin rum. Geil. Weitermachen. Vielen, vielen Dank. Ja, geil. Was kommt demnächst? Achso, was ich sagen wollte. Im Moment plane ich sehr viel für nächstes Jahr. So, ich mache ein Abo und Rap-Tutorial. Ohne Spaß jetzt, Leute, ne? Ich habe bei der Survivor-Box, habe ich mega auf die Kacke gehauen und habe gesagt, das wird eine krasse Box mit krassem Abo. Und ich glaube, 99% von den Boxkäufern, die sich meine Survivor-Box gekauft haben, werden das bestätigen, dass ich nicht gechoked habe, nicht reingeschissen habe und mein Wort gehalten habe. Und genauso werde ich jetzt auch mein Wort halten. Ich werde ein Abo machen für 2019, so Anfang 2019. Ja, vielleicht so Februar oder so. Wir wissen es noch nicht ganz genau. Wir sind gerade voll in der Planung drin. Werde ich ein Abo raushauen, was sich gewaschen hat, wie Hygiene-Freaks, Alter. Da werde ich wirklich ein Rap-Tutorial, ein ausführliches Rap-Tutorial mit weiß ich nicht wie vielen Unterpunkten, mit langen Videos, mit mehrteiligen Videos raushauen für euch und euch das Rappen näher bringen, meine Gedankenzüge preisgeben und Flow, Technik, Textaufbau, wie schreibe ich Reime, Takt, was ist ein Takt, wie lerne ich den Takt zu treffen und ich kann es gar nicht beschreiben, so ausführlich ist es. Und neben dem mache ich auch noch so, wie nenne ich das am besten? Ja, so Podcasts ist vielleicht so das, der Begriff, der am nächsten trifft, was ich sagen möchte. So, auf jeden Fall geht es um das Thema Psyche, Depressionen, Angstzustände. Wie gehe ich damit um? Wie komme ich damit klar? Und dazu werde ich auch noch ein ausführliches Programm anfertigen. Und da sitze ich gerade dran. Und deswegen
Ja, nebenbei mache ich noch die ein oder anderen Feature-Tracks mit den ein oder anderen Ganoven und es gibt viel zu tun im Moment, ja. Und deswegen, ich meine, es ist überhaupt keine Rechtfertigung, ich will mich nicht rechtfertigen, ich bin mir sicher, ihr versteht das so. Aber deswegen kann ich dann nebenbei jetzt auch nicht jeden Tag YouTube-Videos rausballern, aber ich gebe mir auf jeden Fall Mühe und ich habe ja auch oft Lust und heute hatte ich extrem Bock und deswegen wird es bestimmt nicht lange dauern, bis das nächste Video kommt. Ja, meine Loved Ones, schön, dass ihr wieder dabei wart. Muchos Lobos, euer JGG. Bis bald, meine Freunde. Lasst ein Like da, freut mich natürlich immer. Checkt auf jeden Fall Sifmaul-Merch aus und Link in der Beschreibung. Abonniert meinen Channel, wenn ihr das wollt. Freue ich mich natürlich auch darüber. Und bis baldos. Muchos Lobos, mi friendos. Hey, ciao.